die in ihrer Heimat außer ihrem Leben nichts mehr zu verlieren hatten. Es gab sie die Hoffnung, dass im gelobten Land alles besser sein würde. Sie kamen in kleinen, überfüllten Booten zu Tausenden übers Meer, ausgeliefert Wind und Wetter, hatten viel Geld bezahlt für ihre Freiheitspassage. Doch viele erreichten das gelobte Land nicht. Bevor sie an Land gehen konnten, hatten Polizeiboote sie auf offener See aufgebracht, gestoppt und dorthin zurückgebracht, woher sie gekommen waren. Oder das Meer hatte sie verschluckt und mit ihnen ihre Hoffnung, weil keiner sie gelehrt hatte, wie man sich über Wasser halten kann. Und die, die das sichere Ufer erreicht hatten, steckte man in Lager für lange Zeit, weil die Regierungen, die im gelobten Land das Sagen hatten, überlegen mussten, was man mit ihnen zu schaffen hätte. Und so saßen sie fest im gelobten Land und sahen ihre Freiheit durch den Maschendrahtzaun so nah und doch so fern. Eines Tages machten sich auch Maria und Joshua auf den Weg. Maria war hochschwanger. Sie sollte bald ihr erstes Kind zur Welt bringen. An eine Passage in die Freiheit war eigentlich nicht zu denken. Aber sie hatten ihr letztes Geld genommen, gebucht und bezahlt. Die Winde standen günstig und die Schlepper drängten zum Aufbruch. Jetzt oder nie. Das Holzboot, das an einer kleinen Mole festlag, hatte sich schnell gefüllt. Fast 300 Menschen drängten sich dicht an Bord. Maria und Joshua wurden ins Heck gedrängt. Soweit es der Platz zuließ, konnte es Maria sich auf einer Decke bequem machen. Ein kleiner Rucksack lag neben ihr, er enthielt ein wenig Proviant. Der schwere Bootsmotor sprang an, spuckte gurgelnd Wasser. Dann fielen Festmacherleinen platschend ins Wasser und das Boot nahm Kurs auf das offene Meer. Die Sonne versank orange-rot am Horizont und verabschiedete sich vom Tag. Die Nacht brach langsam herein. Der Himmel war wolkenlos und sternenklar. Das Meer lag ruhig in dieser Nacht. Wenn alles gut ging, so hatte man ihnen gesagt, würden sie gegen morgen die Küste des gelobten Landes erreichen. Dann musste alles schnell gehen. Weil das Boot nicht anlegen konnte, mussten alle in Ufernähe das Boot verlassen und die letzten Meter zu Fuß durchs Wasser warten. Hoffentlich war alles so, wie man es ihnen gesagt hatte. Der schwere Dieselmotor ließ das Boot leicht vibrieren. Sonst lag das Boot ruhig im Wasser, im Bug Richtung Nordost. Joshua hielt Maria fest in seinem Arm. Keiner sagte ein Wort. Zwischen ihnen war alles gesagt, vor langer Zeit abgemacht. Einige Flüchtlinge standen in kleinen Gruppen verteilt auf dem Deck, rauchten oder sprachen leise miteinander. Andere hatten sich versucht zu setzen und sich auszuruhen, vielleicht ein bisschen Schlaf zu finden. Sie mochten 2, 3 Stunden unterwegs gewesen sein, als Maria auf ein Altar bildet. Von wegen Bethlehem. Altarbild der Friedenskirche im Kontrast mit dem, was da vorher passiert ist. Vor diesem Bild. Der Stall, heimelig, lieblich, alles im grünen Bereich. Das Kind ist da, die Frommen falten die Hände. Die Hirten beten staunend an. Maria und Josef zeigen uns das Neugeborene. Von wegen, die Erzählung des Evangelisten Lukas uralt.
Diese Geschichte, sie hören wir immer gerne als Auftakt, wenn wir am Heiligabend dann zur Bescherung schreiten. Und dazu dann wiederum als Auftakt unserer Christnacht. Aber meine Lieben, diese Geschichte macht sich immer wieder erlebbar. Der Fluchtpunkt Bethlehem hat Vergangenheit, der Fluchtpunkt Bethlehem hat Gegenwart und der Fluchtpunkt Bethlehem wird auch. Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, sehr geehrte Lehrer, sehr geehrte Lehrerinnen, sehr geehrte Eltern. Die Bäckchenaktion ist etwas Tradition an dieser Schule. Auch in diesem Jahr habt ihr Päckchen gepackt und gespendet. Dafür einen großen Dank. Wir haben die Aktion dieses Jahr zweigeteilt. Das bedeutet, wir haben hier an zwei Organisationen gespendet. Zum einen haben wir die ersten 30 Päckchen vor einer Woche dem Jugendamt in Altenessen gespendet. Diese haben Päckchen an bedürftige Familien weitergeleitet, die sie betreuen. Die Familien haben sich sehr gefreut und ich habe einen großen Dank vom Jugendamt bekommen, den ich hier nochmal weiterleiten möchte. Zum Zweiten geben wir die Päckchen heute, die restlichen, hier im Altar stehen, an die evangelische Kirchengemeinde in Königstede, der wir uns hier auch gerade befinden. Diese leitet die Päckchen weiter nach Rumänien, aber dazu erzählt euch nun Herr Carsten so. Ja, guten Morgen, ich heiße Wolf Carstens und ich bin Presbyter dieser Kirchengemeinde. Die Kirchengemeinde ist seit gut 15 Jahren schon in der Rumänienhilfe aktiv. Wir waren zunächst in Banat und sind heute in Siguldum tätig. Das sind rumänische Provinzen, die ganz früher bis Ende des Ersten Weltkrieges zu Österreich-Ungarn gehört haben. Diese Provinzen haben ganz besonders gelitten unter den Kommunisten, weil Ceausescu dafür sorgte, dass die deutschen und ungarischen Bewohner, die dort lebten und die ihre Struktur aufgebraucht hatten, zerschlagen werden sollten, denn sie waren ein Hindernis für die Kommunisten. Nach dem Fall der Mauer sind die Deutschen vor allem nach Deutschland zurückgekehrt und haben dort eine große Lücke hinterlassen. Das hat die Armut, die ja ohnehin in diesen Ländern herrschte, noch verstärkt. Arm sind auch besonders alte Menschen und Kinder. Ceausescu verlangte von den Frauen, dass sie mindestens 4 Kinder werden, aber er sorgte nicht dafür, dass die Kinder eine ordentliche Ausbildung bekamen, dass sie aufgezogen wurden und eine Schulbildung. Es gibt viele, viele Straßenkinder, auch heute noch in Rumänien. Denn die Einstellung der Bevölkerung zu Kindern hat sich seit 1990 zwar geändert, aber immer noch in den alten Vorstellungen vorhanden. Wir, die Kirchengemeinde, unterstützen einen Ort in Rumänien, an der Westgrenze zu Ungarn, wenn sie Weida oder Jurbi, das ist in der Nähe von Praga, und darüber hinaus ein Kinderheim in Alesch. In diesem Kinderheim leben 30 Waisen. Das sind nicht nur Kinder, die keine Eltern mehr haben, sondern auch Kinder, deren Eltern sich nicht um sie kümmern. Diese Kinder, das Jüngste, ich bin vor 6 Wochen da gewesen, das Jüngste ist mal gerade ein halbes Jahr alt, die Ältesten sind 18. Und das Kinderheim wird von der evangelischen Kirche in Oralia unterhalten. Der Staat gibt 30 Euro pro Kind pro Monat. Wenn man das mal so durchrechnet, ich habe es vorhin mal gemacht, das sind knapp 900.000 Euro im Monat, im Jahr wären es dann so 12.000 Euro. Und allein für Heizmaterial braucht dieses Heim 18.000 Euro im Jahr. Ihr könnt mir also vorstellen, dass dieses Heim gut betrieben werden kann, wenn viele, viele Spenden zusammenkommen aus dem westlichen Ausland. Die Kinder dort bekommen eine ordentliche Schulbildung, sie werden gut erzogen, sie fühlen sich dort wohl und lernen erstmalig überhaupt kennen, was Familie bedeutet.
Was tun wir als Kirchengemeinde? Früher haben wir in großem Maße Konvois runtergeschickt mit Maschinen, mit natürlichen Kleidung, mit Möbeln und auch Geld. Heute schicken wir im Wesentlichen nur noch Kleidung und Möbel und auch Geld. Kleidung wird in Bananenkartons verpackt von etwa 15 Frauen Woche für Woche hier in unserer Gemeinde und dann von uns zwei, dreimal im Jahr in einem größeren Truck nach unten gebracht. Diese Bananenkartons dort unten sind wertvoll. In Kinderheim beispielsweise bekommt der Busunternehmer für seine Mitarbeiter Bananenkartons und dafür kriegt das Kinderheim kostenlose Tickets, damit die Schüler von dem Ort Allersch nach Oradia zur Schule fahren können. Oder der örtliche Metzger bekommt Bananenkartons für seine Mitarbeiter und dafür liefert er Wurst und Fleisch fürs Kinderheim. In unserem Ort Weina gibt es auch eine Kleiderstube, wo für kleines Geld die Kleidung abgegeben wird. Und das Geld, was daraus resultiert, davon betreiben wir eine Abendküche. Wir also essen täglich Essen an die alten Menschen aus und an die Kindergärten. Insofern ist also der Kleidungstransport nach Ruinen fast genauso wertvoll wie das Baden. Wir freuen uns, dass ihr Pakete hier gepackt habt. Das finde ich ganz toll. Wir werden sie nach Weiner oder Allersch bringen, allerdings erst Ende Februar, da wir im Augenblick wegen der Wetterverhältnisse mit unseren LKWs noch nicht runterfahren möchten. Die werden doch große Freude auslösen, da bin ich ganz sicher. Und ich würde euch bitten, dass ihr nach dem Gottesdienst rausgeht und jeder ein Paket mitnimmt. Und ich habe draußen, ist unser LKW vorgefahren, die Ladenhülle ist runter. Und dann hat der Gelegenheit selber die Pakete auf den LKW zu verladen. Ganz herzlichen Dank dafür. Es hat mir große Freude rausgebracht. Thank you.